Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Texas Truck Simulator 2022. Ich bin so froh, dass OBS zumindest bei ATS und ETS immer das Fenster findet und wir nicht immer so Probleme haben wie bei. Ach, macht er jedes Mal dieses Aktualisieren der Navigationsdaten? Was ist denn das schon wieder kaputt? Da stimmt doch irgendwas nicht, sag mal. Ich glaube, ich. Warte, weil. Ich glaube, ich cache. Ich cache mal den Leerordner. Nee. Ich leere mal den Cache-Ordner. Wartet mal ganz kurz. Ich schätze mal, da ist irgendwas im Arsch. So, warte mal kurz. Wo ist denn der? Punkt Records. Was mache ich hier? Punkt Records. So. Also, damit ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja hier diesen wunderschönen. Diesen Cache-Ordner. Und hier sind auch die ganzen Navigationsdaten drin. Und auch diverse Thumbnails. Aha, interessant. Ja, ich werde das Ding einfach mal komplett leeren. So, dann darf er seinen Cache nämlich neu aufbauen. Und dann hoffe ich mal. Gibt es noch irgendwas, was ich resetten kann? Mal gucken, gibt es in den Profilen? Gibt es hier irgendwie einen Cache? Nee, ne? Hier gibt es nur die Einstellungsdateien. Achso, jetzt klatscht jetzt hier wirklich alles voll mit den Dingern. Landmass. Achso, welches. Oh, kann man also auch sehr leicht cheaten, hacken. Weil normalerweise sind ja diese SSI-Dateien immer hier verschlüsselte Dateien. Also keine Textdateien, keine menschenlesbaren Dateien. Aber das hier ist eine menschenlesbare Datei. Kann man also auch sehr leicht bearbeiten. Lol. Egal. Was wir wollen. Screenshots. Da ist es? Ja, genau, da ist er raus. Okay, Glück. Sehr schön. Yeah, Digga. 4K. 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 Sehr geil. Ja, das heißt. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Weg mit dir. So. Fenstermodus hier. Jetzt sollte er einmal den Cache erstellen müssen, logisch. Und dann bin ich mal gespannt, ob er dann wieder jedes Mal den Cache erstellt oder. Oh, genau. Änderung in festgestellt. Genau. Weil vielleicht könnte mich durch dieses, warum auch immer, auch dieses, dass er immer 15 Sekunden wartet, nachdem man ein Safe Game lädt. Weil er quasi genau dieses Aktualisieren macht. Immer wieder. Wo die Frage ist, warum? So, fahren. Da ist die Version 1.46 von ein bisschen buggy. Wäre mal interessant zu wissen, ob andere auch das Problem haben. Beziehungsweise ich könnte mal bei mir in der Steam-Version gucken, ob die Steam-Version auch das Problem hat. So. Speichern wir mal. Jetzt beenden wir das Ganze mal. Okay, also komplett raus, bitte. So, jetzt müsste ich neue Cache-Dateien haben. Genau, jetzt habe ich eine neue Cache-Datei. So. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt starten wir das Ganze mal nochmal. Und wer, er muss jetzt wieder die Cache aufbauen. Dann klatscht es. Ah, jetzt nicht. Okay, cool. Das heißt, den Cache-Ordner leeren ab und zu bringt doch was. Ich fummel ja eigentlich ungern bei Spieldateien rum, aber gut. Dann kann ich jetzt auch mal gucken, ob jetzt auch das Laden von Safe Games schneller geht, ne? So, wenn ich jetzt lade. Ne, ich brauche immer noch 15 Sekunden. Okay, sehr interessant. Wieder genau diese gleichen 15 Sekunden, wie wenn er die Daten aktualisiert. Ja, dann ist die Version 1.46 schon ein bisschen buggy. Ich meine, ich kann ja noch mal ganz kurz
Beenden. Ja. Also wenn ich jetzt starte. Ja, jetzt macht das auch hier wieder. Okay, dann gucken wir das Ganze gleich mal in der Steam-Version. Ich schätze mal, die 1.46er-Version ist ein bisschen buggy. Die haben da irgendwas mit dem Cache-System kaputt gemacht. Das ist natürlich sehr behindert. Dass er jedes Mal die gesamten... das Navigations-Cache komplett neu generiert. So, Steam-Version. Jetzt ist die Frage, findet überhaupt OBS die Steam-Version? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut, dann muss ich mal kurz den Fenstermodus aufnehmen. So. Steam-Version. Bin ich mal gespannt, weil da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet, tatsächlich. So, wenn ich jetzt hier meine lokale Welt nehme, wo ich schon echt weit gekommen bin, Digga, ich bin schon Level 0. So, hier haben wir das. Ich glaube, ich bin immer noch in der ersten Mission nach der Tutorial-Mission. So. Wenn ich jetzt hier sage, laden. Ja, das gleiche. Okay, also es liegt nicht daran, dass es eine Windows-Version ist, die ich unter Wine benutze. Und es liegt auch nicht daran, dass ich halt Wine an sich unter Ubuntu benutze, also dass, ne, darauf, oder dass ich eine gecrackte Version benutze, also aus einer aus dem Internet gedownloadete, sondern es ist wirklich das Spiel an sich. Selbst die Steam-Version hat das Problem. Ja, gut. Dann können wir also, was das angeht, ich meine, es sind zum Glück immer nur 15 Sekunden, ja, es ist jetzt noch überschaubar. Aber dann ist da echt die Version 1.46 defekt. Dann bin ich also, was das angeht, schon mal, was mache ich hier gerade? Ich will das und ich will das. Genau. Bin ich ja schon mal, was das angeht, echt aufs nächste Update gespannt. Aufs 1.47. Ob das denn da wieder behoben ist. Weil das ist ja richtig nervend. Dass jedes Mal nach einem Laden von einem Safe-Game er sämtliche Caches neu aufbauen muss. Das ist halt dumm. So, ja. Wie gesagt, ich meine, es sind halt nur 15 Sekunden. Es macht, also, es ist jetzt nicht, aber es ist halt genau diese 15 Sekunden, die halt einfach immer nur so. Vor allem, weil er währenddessen halt auch nichts anzeigt. Er hängt halt einfach nur. Und das ist halt immer so ein bisschen verwirrend. Da denkst du immer, alles ist kaputt. So, gehen wir mal hier schnell mit unserem Doppelauflieger raus. Wieder unser guter alter Truck hier. So, Straße frei, let's go. Schön über das Blutbeet. Was? Blumenbeet. Goddammit. Würde ich ja gerne, aber das... Ach, okay. Ich kann. Oh, schön über die ganzen Blumenbeete hier. Yeah. Wuhu. Texas kann mich mal kreuzweise. Was? Entschuldigung. Bei dem Regen wächst sowieso wieder alles nach innerhalb von 5 Sekunden. Nein, ich war das nicht mit den Blumenbeeten, Herr Officer. Das waren meine Reifen. Da habe ich genau gesehen. Dass ich immer auf die rechte Spur fahre, obwohl es hier eine Verengung gibt. Warum mache ich diese? Oh, sieht aber gut an hier. Gut, ich glaube, wir haben auch nur 20 Tonnen geladen oder wie so.
So, der Folge geht schon wieder runter. Okay. Aber ich glaube, wir müssen vorne auf die linke Spur, ne? Also auf das, was jetzt die mittlere Spur ist. So, ja, genau, müssen wir. Finde ich einfach geil. Solche Sachen könnte ich mir halt stundenlang angucken. Ich weiß nicht warum. Das war klar. Genauso wie ich nicht weiß, warum wir ohne Scheibenwischer fahren. Ja, was ich mir echt immer wieder wünsche, ne, ist, dass man diesen Navigator auf eine spurweise Ansicht umschalten kann. Ne? Dass wenn man jetzt zum Beispiel hier, also entweder schon in der Größe oder wenn man hier noch ein bisschen näher rangeht, also das hier, dass man dann wirklich die Fahrbahn als solches sieht und man dann sieht, auf welcher Fahrbahn man fahren sollte. Das fühlt sich irgendwie immer ein bisschen. Ich meine, hier man sieht schon, dass die rote Spur in der Mitte ist. Also bei einer dreispurigen Fahrbahn wäre es halt also die Mitte. Aber es ist halt immer nur so ein Indikator, wo man A, genau hingucken muss. Und B, ist die rote Spur nicht mal genau in der Mitte. Weiß nicht. Nein, halt, ich wollte F5. So. Und in der Ansicht, die sie noch haben, sieht man es halt überhaupt nicht mehr. Also, da ist nichts erkennbar. Dafür kann man halt in der Ansicht halt kaum nach vorne gucken. Das heißt, wenn man hier sieht, man muss abbiegen, dann hat man überhaupt noch, also kommt noch Zeit zum Bremsen. Dann kann das sogar mit 80 durch eine Kurve. Die nur für 30 zugelassen ist oder sowas. Das ist dann auch wieder blöd. Deswegen fahre ich immer lieber mit der Ansicht hier. Ja. Naja, man bräuchte so die goldene Mitte zwischen den beiden. Dass man entweder. Ich wollte. Mach mal. So. Dass man entweder das Fenster hier ein bisschen größer machen kann. Dass man weiter nach vorne gucken kann quasi. Beziehungsweise, dass man diesen Pfeil einfach nach unten schiebt, weil das, was hinter einem ist, interessiert einem nicht. Verschwendet aber super viel Platz. Vor allen Dingen, weil ja auch noch unnötig durch die Perspektive hinten kommt, was angezeigt wird, ne? Die Strecke, die hier angezeigt wird, wäre nach vorne hin die Strecke. Ja? Weil es ja so schräg nach vorne geht. Ja? Deswegen, wenn man diesen Pfeil nach hier unten machen würde, würde man halt so viel mehr sehen können.
Und dann würde sich auch die andere Ansicht lohnen. Ich freue mich schon auf ATS 2. ETS 3 auch natürlich auch ein bisschen, klar, aber ist ja eh wieder die gleiche Engine. Von daher speziell ATS 2. Kann sich ja nur noch um Jahrhunderte handeln. Also wie ich es auch schön finden würde, wenn die Sprüche vom Navi ein bisschen anders wären. Weil bei einer dreispurigen Fahrbahn von Keep Left zu sprechen, ist halt auch ein bisschen dumm. Da. Weil reicht es jetzt aus, wenn ich auf meiner Spur bleibe? Oder muss ich wirklich auf die linke Spur wechseln? Von daher wäre es halt günstiger, wenn das Ding irgendwie, also wenn es irgendwie sagen würde, hold the line. Hä? Verstehe ich nicht. Oder sowas. Ich meine, klar, es ist mir natürlich schon klar, dass das Spiel gar nicht weiß, wo man überhaupt ist. Weil das Spiel denkt in Sektoren. Ja, weil man sieht ja hier immer, hier bin ich. Das erkundete Gebiet geht aber schon bis da vorne. Das heißt, das Ganze hier ist ein Sektor. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiterfahre und diesen Sektor verlasse, kommt der nächste Sektor. Sieht man, hier ist hier was Gelbes aufgeblitzt. Das heißt, das hier ist ein Sektor. Bis da vorne irgendwo. Und das Navi weiß nur, dass ich innerhalb dieses Sektors bin. Und dadurch, dass aber zu diesem Sektor, auf dem wir jetzt sind, alle drei Spuren gehören, weiß das Navi gar nicht, auf welcher von diesen drei Spuren ich bin. Ja? Von daher müsste man natürlich dafür das gesamte Navigationssystem überarbeiten. Aber man müsste halt nur das Navigationssystem überarbeiten, nicht das gesamte Spiel. Weil das Spiel weiß sehr wohl, dass hier verschiedene Spuren sind und auf welcher Spur ich mich befinde. Weil erstens ist es offensichtlich, dass es hier mehrere Spuren gibt. Sonst könnte auch der Verkehr nicht auf beiden Spuren fahren. Und das Spiel weiß auch genau, auf welcher Spur ich mich gerade befinde, weil sonst könnte es ja nicht sein, dass der Gegenverkehr auf mich reagiert, dass wenn ich nach links fahre, die dann links hinter mir stehen bleiben und solche Sachen. Das heißt, das Spiel weiß schon genau, wo ich bin, nur halt das Navi-System nicht. Das heißt, das Navigationssubsystem müssen wir komplett überarbeiten wahrscheinlich. Aber das ist halt die Frage, wie aufwendig wäre das? Ist aber jetzt nicht so, dass man jetzt sämtliche, also dass man die gesamte Map überarbeiten müsste. Das auf jeden Fall nicht. Obwohl wir schon mal bei Sachen sind, die ich haben möchte. Ich will ATS 3 haben und ETS 4. Was? Wäre halt wieder so ein Bildschirmschoner-Modus. Entweder ein dedicated Bildschirmschoner, weil es gab damals, ne, ich habe ja letztens über so die Anfänge von SCS-Software geredet, also mit American Truck, mit Hard Trucks und 18 Wheels of Steel. Und zu 18 Wheels of Steel gab es auch mal einen Bildschirmschoner von SCS-Software, wo sie einfach das Spiel genommen haben und einfach eine kleine Map genommen haben. Also weil es wirklich bloß so eine Straße, die halt sich im Kreis gedreht hat. Was? Und ja, da ist dann quasi der LKW einfach drauf gefahren auf dieser Straße.
Und das halt unendlich lang. Und man hat die ganze Zeit halt diese, ich weiß gar nicht, das müsste, glaube ich, die Kamera gewesen sein. Und na, wie gesagt, es ging halt endlos und war halt ein Bildschirmschoner. Und sowas wünsche ich mir halt wieder. Und zwar nicht genau so, sondern natürlich so ein bisschen an die moderne Zeit angepasst, ne? Weil es gibt ja hier zum Beispiel diverse Autos, da, die NPCs, rechts neben die beiden. Warum gibt es also nicht einen Modus im Spiel, wo man nicht selber mit einem LKW fährt, sondern wo einfach die Kamera an eins von diesen NPCs gebunden ist und einfach dem NPC folgt? Und zwar halt entweder in dem Modus oder in irgendeinem anderen Modus, was auch immer. Und man das einfach vor sich hin dudeln lassen kann. Dass einfach der NPC, also dass man einfach die ganze Zeit dem NPC zuguckt, wie er da rumfährt. Klar, müssen wir natürlich auch ein bisschen anpassen, keine Frage, weil der NPC darf dann natürlich nicht in Straßen reinfahren, die ins Nichts führen, weil das machen die NPCs ja normalerweise. Das heißt, der NPC, der von der Kamera verfolgt wird, muss dann natürlich schon Straßen nutzen, die man auch selbst nutzen darf. Ist aber auch technisch kein Problem. Und ja, schon könnte man irgendwie wieder so einen Demo-Modus oder Screensaver-Modus oder wie auch immer man das dann bezeichnen möchte, dass einfach das Spiel so in Endlosschleife weiterläuft. Beziehungsweise ist das dann keine Endlosschleife mehr, sondern ist ja dann Zufall, aber dass das Spiel halt alleine macht. Ist halt so ein Feature, was ich mir halt wünsche. Weil ich meine, das Spiel bietet es halt, ne? Es sieht halt so schön aus und von daher würde ich schon gerne haben, dass man entweder sein eigenes Fahren aufnimmt, also das, wo man langfährt, quasi aufgenommen wird und man sich quasi selbst einfach beäugen kann beim Replay, oder dass man halt irgendeinen NPC einfach folgen kann und dem einfach zugucken kann, wie er langfährt. Dass man wirklich einfach die Natur bewundern kann und sowas halt, ne? Und klar, jetzt kommt natürlich welche mit, ja, der könnte auch Let's Plays auf YouTube. Ja, klar, ist natürlich eine Alternative, ist richtig. Aber erstens ist das keine wirkliche Alternative, weil so ein YouTube-Video geht meistens nur eine gewisse Zeit. Und dann musst du hoffen, dass das nächste Video, was YouTube dann abspielt, auch wieder so ein Video ist. Das heißt, das wäre nur eine Zeitvertreib für Minuten bis vielleicht ein paar Stunden. Je nachdem, wie lang das halt das Display dann geht. Ja, vor allen Dingen hast du natürlich bei YouTube das Problem, dass das halt ganz schön viel Daten frisst. Ne? So eine lokale Spiel laufen, Alter, ich stocker ja gerade richtig. So eine lokale Spiel laufen lassen ist halt gar nichts. So ein 4K-Video laufen lassen von YouTube, das ist dann aber schon ganz schön. Boah, Alter, der klingt ja so, der scheint schick aus. So, wir sind von rechts, glaube ich. Ja, deswegen, also am besten wäre natürlich so eine Replay-Funktion, dass das Spiel einfach aufnimmt, wo man lang fährt und das dann quasi wiedergeben kann. Können ja diverse Spiele. Ne? Oder halt zumindest so ein Demo-Modus, wo einfach, was macht der? Ja, ist hier eine offizielle Spur. Hier sowas hier, ne? Diese Auf- und Abfahrt, so wie es jetzt hier ist, so ist es richtig, ne? Da kannst du hier runterfahren, kannst du hier drunter durchfahren, auch kannst du wieder zurückfahren und kannst du hier wenden, ne? Aber es gibt halt auch Stellen, da ist nicht da gesperrt, sondern da sind direkt diese Straßen hier gesperrt. Das heißt, da kannst du hier gar nicht langfahren, obwohl die Straßen trotzdem alle da sind. Und so ist das halt richtig. So müsste es eigentlich, wenn es geht, überall sein. Ist es aber leider nicht. Es gibt viele Orte, wo du halt nicht wenden kannst. Was halt schade ist. Ja. Und bitte versteht mich nicht falsch. Das sind alles nur Verbesserungsvorschläge und Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja? Also ganz, ganz hoch. Das Spiel ist so, wie es ist, natürlich schon unendlich geil.
und vor allen Dingen das beste Spiel in deiner Klasse. Also jetzt nicht, ne, also ist es für mich, dass ich das Spiel scheiße finde oder so, dann würde ich jetzt nicht spielen. Ja? Also es ist, wie gesagt, einfach krass und geil. Aber ne, es wird halt so Sachen, die könnte man halt noch weiter verbessern. Und nur das möchte ich ein bisschen anregen, dass man das Spiel halt nicht auf sich ausruhen lässt, sondern halt noch so ein bisschen hier und da noch ein paar Stellschrauben schraubt, hier ein bisschen ein paar Zeilen Code anfasst und da ein bisschen dazu rotzt. Und das Spiel damit noch besser machen, als es jetzt schon ist. Das ist mein Anliegen, dieses Spiel voranzutreiben. Und nicht es schlecht zu machen. Ne? Gibt es ja gerne Leute auf YouTube, die dann denken, sobald man ein bisschen Kritik äußert, denken die gleich, man findet das Spiel scheiße. Ja, nee, ist nicht so. Das Problem ist halt nur, es gibt hier so viele schöne Sachen, darüber zu reden, da findest du halt gar kein Ende. Außerdem sag ich auch mal überhaupt, wie schön das Spiel ist. Und jetzt wird ein Zug. Oh. Das Spiel ist scheiße. Man hat den Zug gar nicht gesehen. Direkt hier Gronkh-Style die CD zerbrechen. Boah, alter Stocker-Party. Ja, und die Performance können sie noch ein bisschen verbessern. Wenn wir schon mal dabei sind. Denn dieses Gestocker hier ist ja schon ganz schön. Ja, das ist natürlich das Problem. Je detailreicher die Städte werden, ne, und Texas ist jetzt nochmal. Texas ist jetzt nochmal wesentlich detailreicher, sieht man ja auch überall, wie krass groß diese Städte sind. Dass natürlich dann auch dieser Effekt nochmal stärker wird mit dem Stockern. Das ist schon nicht zu vernachlässigen. Draußen schon wieder so ein dunkles, trübes Wetter, da wirst du nicht wach. Vor allen Dingen nicht, wenn du jetzt halt nur hier vom Pixie hoppst. Seht ihr, wie ich leide, nur um für euch Videos aufzunehmen? Ist das nicht krass? Oh, da vorne ist ein Aussichtspunkt. Cool. Können wir gleich mal reinfahren. Gell? Endlich mal wieder ein Aussichtspunkt am Tage. Ohne Regen. Wenn man was sieht. Actually. Und wir haben bloß noch 60 Meilen vor uns. Cool. Was macht der LKW da vor uns schon wieder für ein Hin- und Herschwenken? Naja. Ist er hier alle rot oder was? Was ist hier los? So, der Ausgangspunkt ist da hinten. Wie komme ich da am dümmsten ran? Ah, oh, okay, einfach hier wenden. Na gut, mit Doppelauflieger habe ich jetzt sogar vergessen. Ich habe ja zwei Auflieger. Ups. Okay, nee, komm, das müssen wir ein bisschen besser machen. Kannst du hier keinem anbieten. Straßen frei. Da auch. Let's go. So. Schon besser. Hab das zwar gerade voll das Schild mitgenommen. Also da hinten das Schild. Aber egal. Oh komm, mach mal nächste Folge. Gut, dann soll das für die Folge gewesen sein und nächste Folge schaffen wir dann wunderschön mit einer kleinen
mit dem Aussichtspunkt.